Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde Conan Exiles und ich habe euch mal wieder ein paar neue Sachen zu zeigen. Ihr seht, ich bin hier aus meinem Raum gekommen. Alles easy. Wir haben jetzt neuerdings einen Zimmermannsklaven, Freunde. Den habe ich vorhin besorgt. Ich werde irgendwann mal die Tage eine Übersicht hochladen, wo so welche Sklaven zu finden sind. Ihr seht hier hinten, die Schmiede ist weg. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, hä, warum ist denn die schon wieder weg? Teilweise war das ja mal so, dass es verbuggt war und die deswegen weg war. Dann seht ihr hier, ne? Alles easy. Neues Rad von Sklaven. Da passen jetzt 4 gleichzeitig rein angeblich. Und die Schmiede, Freunde. Steht auch schon dran. Schmiede, gehen wir mal kurz rein. Kleiner Überblick. Wir haben hier 4 Schmieden in den Ecken. Also 4 Werkbänke. Dann haben wir 7 Öfen. 3 plus 2 plus 2. Ja, 7. Öfen und 2 Feuerschalenkessel. Damit wir alles immer am Start haben, Eisen am Start. Ich bin hier auch gerade. Okay, hier sind die Eisenverstärkungen schon mal fertig, aber hier arbeiten noch ein paar Eisenverstärkungen durch. Und hier arbeiten, glaube ich, auch noch ein paar durch, oder? Ja, hier arbeiten auch noch ein paar durch. Hier ist, glaube ich, schon fertig auch. Ja, hier ist fertig. Also bin hier gerade noch fleißig am Arbeiten. Schönes Dach habe ich gebaut, wie ich finde. Hier ein bisschen Strohdach. Hier oben die ganz normalen Dachplatten. Und an den Seiten so schräge Wände. Die kann man auch lernen. Also alles easy. Wenn ihr mal ein Haustutorial für so Dächer haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich das vielleicht mal. Hier sind immer noch unsere Kisten. Hier haben wir jetzt einen Gerbersklaven da. Und das ist nicht nur irgendein Gerbersklave, Freunde. Ne? Man kann ja immer mal die Gerbersklaven-Level einzählen. Das ist ja easy. Wir haben einen Gerbersklaven-Level 2. Das heißt, der ist wahrscheinlich doppelt so schnell oder so. Ich weiß es nicht, wie schnell der jetzt wirklich ist. Habe ich noch nicht getestet. Und wir haben jetzt neuerdings das Rad der Schmerzen. Habe ich gerade erst aufgestellt. Gerade waren genug Sachen da. Ich habe jetzt noch keine Sklaven drin. Ich denke, ich werde jetzt mal losziehen und den ersten Sklaven holen. So. Und wir haben die Jockgrube zu einem Jockschlund geupdatet. Ich weiß nicht, ob ihr das gestern schon gesehen habt. Gestern war es schon mal soweit. Dann über Nacht gab es ein Update und da ist es irgendwie kaputt gegangen scheinbar. Keine Ahnung. Und ja, das Ding war einfach weg, als ich aufgewacht bin. Von daher muss ich das nochmal komplett neu machen. Bisschen nervig. Aber die haben den Bug angeblich erkannt und direkt gefixt. Haben sie zumindest in die Patch Notes geschrieben, die gerade vor gefühlt einer Stunde nochmal reinkamen. Und jetzt werden wir uns hier vorne mal einen Fighter-Sklaven oder so. Und gar nichts Besonderes. Ist ja auch Schnurzepiep egal. Hauptsache wir packen das da rein und dann hat sich das da hinten sind ein paar. So, den haben wir mal eben easy besiegt. Und dann hauen wir den hier mal kurz aufs Maul. 2 kommen auch schon an. Einer bleibt stehen, das ist ganz gut, dass der stehen bleibt, weil wir können nicht alle auf einmal besiegen. Selbst die 2 machen schon ordentlich Probleme. Oh fuck. Habe ich Fleisch dabei, ja? Einmal hoch rein. Oh fuck. Nochmal hoch rein. Der ist echt irgendwie stärker als erwartet. Warum auch immer die so stark sind, ich weiß es nicht. Haben wir gerade einen Fighter-Sklaven am Start? Ich glaube nicht. Nochmal hoch rein. Okay, der eine liegt hier schon. Okay, die liegen beide hier. Dann nehmen wir mal den einen. Zack. Zack, rein. Okay. Der andere ist auch noch bewusstlos. Zack. Zack, rein. Angeblich kann man 4 gleichzeitig. Und ihr seht, wir haben jetzt hier 2 schon drin. Und 2 funktionieren problemlos augenscheinlich. Da bildet sich dann eine Warteschlange. Das ist ja kein Thema. Gar keine Frage. Lassen wir das einfach über Nacht an. 3 Stunden, 5 Minuten. Dann passt es soweit. Dann haben wir schon mal 2 Sklaven gleichzeitig im Rad. Wir können bis zu 4. Von daher werden wir die Knüppel und die Faserfesseln. Ist schon spät. Wir haben gerade 5 Uhr morgens, wo ich das Video aufnehme für euch. Werden wir die noch ein paar Mal herstellen. Damit MG, Poppy, Spuri und Hastix aus unserer Frittenarmy natürlich das auch alles bauen können. Die Sklaven auch anschaffen können, damit das Rad auch immer schön gefüllt ist. Machen wir jetzt mal erstmal 2 Fighter-Sklaven. Die werden wir später auf jeden Fall noch brauchen, aktuell noch nicht. Aber später, wenn es irgendwann mal Krieg gibt oder so, dann werden wir natürlich eine riesen Mauer bauen zur Abwehr und mit
großen Tor, Stadttor und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Und da wird es dann definitiv so sein, dass wir oben Bogenschützen draufstellen und unten halt irgendwie durch die Tore die Leute schicken. Hier packe ich mal das Menschenfleisch rein, da weiß ich immer noch nicht, was man damit machen muss, und mit dem verdorbenen Fleisch auch keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man damit machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Essen würde ich es jetzt in der Tat ungerne. Ich sehe gerade, Freunde, ganz schön kacke. Unser Koch ist weg. Wir hatten einen Kochsklaven. Der ist weg. Lol. Ernsthaft? Ja, nicht so nice. Ich guck mal. Wir hatten noch einen Amor. Ist der Amorer noch da? Der ist noch da. Also, der Koch ist weg beim Update scheinbar. Da müssen wir morgen mal einen neuen holen dann wahrscheinlich. Irgendwann im Laufe des Tages oder übermorgen. Muss man mal sehen. Auf jeden Fall müssen wir da einen neuen holen. Aber sonst ist noch alles da, so wie es sein sollte. Okay, also alles noch da. Die Schilderbeschriftung hatte ich schon neu gemacht, damit es fürs Video ganz nett aussieht. Weil die ist immer nach jedem Update, ist die Schilderbeschriftung weg. Das ist ein bisschen mies. Aber jetzt haben wir das ja schon wieder neu gemacht. Ich guck mal kurz in die Kiste, ob da vielleicht der Koch noch ist. Anders kann ich mir das... Der kann doch nicht weg sein. Tänzer, ein Fighter und ein Armorer, den wir nicht einsetzen können, weil man immer nur einen gleichzeitig reinsetzen kann. Wobei, vielleicht haben die das auch gefixt. Gucken wir mal kurz. Man muss ja immer alles zwischendurch mal testen, Leute. Da war die Säule, Leute, immer, ne? Immer alles testen. Hier haben wir ihn. Ne, ist voll. Kommt nicht da rein, leider. Leider Gottes. Da kümmert sich aber MG drum eh um das Ding, um die Armor's Bench. Vielleicht wird die später noch irgendwie geupgradet oder keine Ahnung. Dass da auch zwei reinpassen, weil ich kann mir nicht erklären, warum da viele Slots sind, aber immer nur einer reinpasst. Das ist ein bisschen schade in der Tat, aber so ist es halt. Ja, dann würde ich in der Tat sagen, heute mal eine etwas kürzere Folge, so eine kleine Update-Folge, was wir jetzt alles neu haben. Ein paar Sklaven mal eben dran geholt, zwei Fighter, das war jetzt schon ein kleines Problem in der Tat, die ranzuholen, weil ich habe nicht gedacht, dass sie so stark sind, weil normal mit dem Schwert boxe ich die halt direkt immer komplett weg. Aber man hat halt nicht immer das Schwert am Start, von daher mache ich jetzt noch ein bisschen Schleimsuppe außerhalb der Folge, dann packe ich die hier rein, damit das bis morgen früh, damit da beide Sklaven fertig sind. Ihr seht, die dauern auch relativ lange. Sind das Besondere irgendwie? Ich glaube nicht. Nee, Level 1 und Level 1. Also eigentlich sind die easy. Von daher heute mal eine kurze Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.